Hallo zusammen, heute geht es mal um den zweiten Teil des Produktdesign-Videos und wir skizzieren heute das Ganze mit Markern aus und mit Tipps und Tricks natürlich aus unserem aktuellen Buch Genial Zeichnen 100 Tricks. Und schaut immer wieder auf unseren Instagram-Kanal, da haben wir auch sehr, sehr inspirierende Infos rund ums Zeichnen. Und hier geht es auch schon sofort los. Wir haben ja exakt vor einer Woche die Skizze angefertigt und jetzt geht es um die Ausarbeitung. Das heißt, mit einem Marker skizzieren wir dann die Flächen erst einmal an. Das heißt, einmal so ein bisschen den Rand immer mit anskizzieren. Das ist eigentlich ganz praktisch. Und dann in eine Laufrichtung, nicht jetzt so fleckig arbeiten, dann die Form. Das heißt, an der Stelle, wo es auch am meisten Licht gibt, das bleibt dann hell und dort wird es dann dunkler. So, und dann kann man noch ein bisschen mehr das Dunkle einbetten. Hier sichtbar. Und überall. Noch so die Licht- und Schattenseiten, am besten auch mit der Form laufend, das ist wichtig. Bei Markern gibt es natürlich auch verschiedene Möglichkeiten. Wir haben hier die Cold Gray. Wenn man ganz ehrlich nimmt, ist das natürlich ein sehr dunkles Material. Das ist dunkler Kunststoff. Wir haben es jetzt einfach mal mit zwei, drei Grautönen ausprobiert. Alles, was Chrom ist, kann natürlich mit so einem Cold Gray hervorragend abgedeckt werden. Aber es gibt auch Skizzen wie diese, an denen man einfach nur eine Farbe verwendet. Das heißt, irgendwann, wenn man versucht, jetzt jede Farbe abzubilden, so sehr fotorealistisch zeichnen, wird es auch langweilig. Deshalb auch ruhig einfach mit einer Farbe alles in Angriff nehmen. So, und hier auch dann die Ausläufe hier. Ganz leicht anskizziert. So, und immer an diese leichten, hellen Stellen denken und an Licht und Schatten. Das ist extrem wichtig, damit das auch spannend bleibt. Hier sehen wir es auch. Und hier die entgegengesetzte Richtung noch einmal schraffiert. Und auch hier wieder Licht eingearbeitet. Und zu den Markern selbst, also wir verwenden jetzt gerne mal die Copic Marker. Das hat einen einfachen Grund, weil die auch sehr gut nachfüllbar sind in sehr vielen Farben, es die gibt. Die Farben sind eigentlich sehr gut auf den Plastikdeckel abgebildet, also die entsprechen auf der Farbe, die am Ende auch gezeichnet wird. Das ist nicht immer so bei anderen Marken, also soll jetzt keine Werbung für Copic sein, aber es ist einfach einfacher, zumindest für uns, weil wir dann auch den Nachfüller kaufen können und dann so ein Stift, der leer ist, der lässt sich unzählige Mal mit so einem Nachfülltank auffüllen. Aber mehr Tipps dazu zum Thema Materialien für Produktdesign und für Architektur, Innenarchitekturskizzen, schreibt uns gerne an und wir helfen euch da gerne weiter. So, auch hier.
Jetzt kommt die Spiegelung, das heißt, die Fläche ist sehr gespiegelt. Und hier jetzt noch mit dem ganz dunklen Ton, da lassen sich noch so die, vor allem im Chrom, sehr, sehr schön die dunklen Stellen abbilden. Man sieht es auch hier wieder. Auf den ersten Blick ist das immer so, dass man denkt, oh, das ist viel zu dunkel, aber schaut einfach auf verspiegelt oder Chromflächen und ihr werdet genau das erkennen, wie viele Abstufungen zwischen, ich sag mal, hell, also weiß bis fast schwarz zu finden, zu sehen sind. Das ist immer das Problem, wo man sich am Anfang nicht so ganz traut, aber wenn man es genau hinschaut, dann erkennt man das auch. So, und jetzt auch hier. So, und dann. So, und hier kann man auch wieder nochmal drüber gehen. Das heißt, auch bei den Markern, also egal eigentlich welcher Ton und welche Marke der Marker ist, ihr habt immer die Möglichkeit, mal drüber zu gehen. Und im zweiten, dritten Mal erreicht man dann eigentlich schon den höchsten Farbton, den man eigentlich erreichen kann. Und was dann immer natürlich noch so zum Abschluss fehlt, ist der Bleistift. Mit einem schönen 2B-Stift lassen sich dann natürlich hervorragend die Abstufung erzielen. Also jetzt hier so diesen schönen, feinen, knackigen, bissigen Kontrast. Hier auch ganz leicht. Und hier. Noch einmal. Die Flächen, die aufeinandertreffen, die bekommen auch noch mal ordentlich Kontur. Und so wird die Zeichnung leicht präziser, leicht kontrastreicher mit dem 2B, wie gesagt, aber auch auslaufende Striche. Man sieht unten jetzt an der Fläche, die die Tasse festhält. Das wird nicht ganz umrandet, sondern an der Stelle, wo das Licht ist, es hell ist, sieht man dann nochmal diese wunderbare Abstufung. Solche Skizzen könnt ihr natürlich auch bei uns lernen, wenn ihr euch für einen Studiengang bewerben möchtet, Produktdesign, Industrial Design, seid ihr herzlich eingeladen, euch auf unseren Seiten umzuschauen, Mappen, Vorbereitungskurs und akademiehoop.de. Da haben wir sehr, sehr, sehr viele Möglichkeiten und Kurs. Möglichkeiten vor allen Dingen, aber auch natürlich in verschiedenen Städten. Wir sind für euch in Hamburg, Berlin, Leipzig, Düsseldorf, Bochum, München und Wien. Und alle weiteren Infos bekommt ihr auch gerne
per E-Mail oder per Telefonauskunft. So, und hier nochmal kurz zur Zeichnung die schönen letzten Kleinigkeiten, wie jetzt die erklärende Hilfslinie, die man so schön auf dem Fuß sieht nochmal, dass es leicht abgerundet ist. Und die weiße Stelle da dran und auch hier jetzt an der Tasse, ihr merkt sofort, da ist die Rundung eindeutig, wie die Form eigentlich verläuft. Also das ist somit das schönste Werkzeug zum Schluss, um eine Skizze abzuschließen. Hier. So und da. Kann man auch nochmal die... schönen Kontraste nochmal ansetzen und fertig ist die Skizze. Das war's. Wie gesagt, in zwei Teilen, einmal vorskizziert, mit den Markern ausgearbeitet. Ich hoffe, ihr habt das auch so gemacht. Ansonsten freue ich mich auf die nächsten Zeichnungen, Videos. Vielen lieben Dank für eure zahlreiche lieben Kommentare und E-Mails. Dankeschön, das hilft uns und motiviert uns weiterzumachen. Danke, danke. Alles Gute, bis dahin, euer Academy Ruhr Team.